Guten Morgen, Commonwealth. Und natürlich wieder ein radioaktiver Sturm. Wir pennen einfach weiter, ne? Und dann kümmern wir uns um Essen und Trinken. Ein Stündchen noch, ne? Nochmal umdrehen, ne? Schön die Snooze-Taste hämmern. Und ist immer noch da. Noch ein Stündchen, bitte. Ah, komm, das kostet so viel Zeit. Aber ich glaube, das gilt jetzt als Sturm vorbei. Essen und Trinken. Erst essen, dann trinken. Ist doch richtig, ne? Oder wird uns hier... Ja, leicht hungrig, leicht hydriert und Schlaflosigkeit. Ey, wir haben gerade voll einen weggeratzt, mein Freund. Aber wirklich. Füllnahrung, Köterkeul. Hier. Du bist gut genährt. AP-Buff. Mhm. Noch mehr AP-Buff. Lässt sich bestimmt stacken. Und dann, irgendwas hier noch? Nee. Gemüse, Suppe, Strahlung widerstehen. Uns geht's eigentlich ganz gut. Es ist so hilfreich, keine Parasiten zu haben. Habe ich das schon mal erwähnt? Wir können, ne? Wir können. Aber irgendwie, hier die Krankheit, das ist schon wieder... Du benötigst mehr Schlaf. Ja, später. Ja, später. Was verursacht das? Nichts wirklich Relevantes, glaube ich. Da ist jetzt kein Debuff. Das ist sehr schön. Doppelter AP-Buff. Und doppelter TP-Bar. Wir wollen in die Richtung. Camp Treehouse. Markierung bewegen. Hut ausschalten. Immersion genießen. Und da lang. Los. Ah. Los. Schöne Lichtstimmung. Endlich klärt es sich so ein bisschen auf. Hier im Frühling. Ja. Alles klar. Godrace ohne Ende. Ich habe extra eine Mod installiert, damit die hier noch weniger durch den Boden scheinen. Also es kam irgendwann mal ein Patch raus, damit die, also dafür, dass die, oh Gott, dass die Godrace hier nicht durchscheinen. Oh Gott, er hat uns schon, oh Gott, sind wir schon so weit? Ein Glück haben wir gepennt, / gespeichert. Boom! Hier. Oh, sind wir stark geworden? Ja, sind wir. Wir sind eine verdammte Killermaschine, dank Kombi. Oh mein Gott. Der Bär. Vor einigen Folgen noch ein Angstgegner, aber mittlerweile schlagen wir uns ganz gut. Oh, ein Supermutant. Ja, aber den Rest, naja, die Knochenhand vielleicht noch. Ne? Sonst noch irgendwas hier außer Hubblumen am Wegesrand? Nee. Oh, wir sind schon vorbeigelaufen. Kompass, wie Kompass? Gucken. Midrange. Mit Bernie 3000. Irgendwo hier muss es sein. Ah, hallo? Ist hier einer? Car-Tree Campsite. Wurde hier wirklich auch gecampt? Ja, oh Gott, Skorpione. Oh mein Gott, hallo. Auf den Stachelmensch. Ich weiß nicht, wie die reagieren auf... Oh Gott, nein! Oh. Camp Treehouse, Klappe die zweite. Diesmal sind wir vorbereitet. Und ich musste den Bär nochmal killen, weil ich zu weit weggespeichert hatte. So, irgendwo ist doch hier der zweite, ne? Den möchte ich bitte als erstes vor die Linse bekommen. Da sind beide vor uns. Und das wird sich wahrscheinlich dann sehr, sehr praktisch hier erweisen. Hallo? Wo ist denn der Skorpion jetzt? Irgendwo ist hier der lokale Trigger. Game Design Basics. Oder ist das so eine Kombination aus lokalem und zeitlichen Trigger? Man muss den Punkt überlaufen, aber es muss noch Zeit X ablaufen. Um die Sache so ein bisschen spannender zu gestalten, die könnte ja auch variabel sein. Die Zahl mit so einem Zufallsgenerator. Hallo. Wo ist denn jetzt der Skorpion? Beide. Na, dann eben von hier. Und dann so, ne? Kann man die Feuer sehen? Oh, da ist er. Cool. Alles klar. Stachel. 4 Schuss, ne? 4 Schuss hatten wir. Nein. Oh Gott, das lief jetzt noch schlechter als beim ersten Mal. Bernie und dann 1, 2, 3. Zurück. Wetz. Schießen. Gretsch. Kritischer Schlag. Weiter ballern.
Weiterballern. HP leer machen. Oh, der erste ist hinüber. 1, 2, 3. Er buddelt sich ein. Ist er nicht? Ist er nicht? Entschuldigung. Ich nehme alles zurück. Es wirkte nur so, dass er hinüber ist. Ist er nicht? Jetzt ist er hinüber. 1, 2, 3. Und zurück, zurück. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Geronimo. Moni fehlt. Moni fehlt. Ja, Waffenwechsel. Kombi hat noch 6 Schuss. Das könnte reichen. Das könnte reichen. Crit. AP, 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 AP. Hilfsmittel. Zurück zum Meyerlock Eieromelette. 1, 2, 3. Bester AP-Buff vom ganzen Spiel. Und Crit. Zack. Das muss sich doch ein bisschen aufhalten. Weiter, weiter. Okay, weiter, weiter, weiter. War's das? Oh mein Gott, wir haben es überlebt. War gar nicht so schlimm, ne? Hat nur ein bisschen viel Munition gekostet. Und wir bräuchten jetzt ein Stimpack, um uns zu heilen. Das wird nicht im Schlaf weckern, glaube ich nicht. Skorpionfleisch. Und ein Hundenapf hat er aus Versehen gefressen mit dem Hund. Wir könnten kochen. Mal gucken. Ja, danke, danke. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott. Also da hätten wir uns doch auf jeden Fall ein Level-Up verdient. Pennen? Ja, wir sollen ja mehr schlafen, aber das ist Skorpionland. Krass. Krass, Mann. Diese Skorpione, ich habe sie ganz vergessen. Aber auch in Fallout 76, in einer gewissen Phase des Spiels, sind die schon echt haarig. Können wir was abkochen vielleicht? Ja, hallo. Zack. Skorpionsteak. Plus 25 Energieresistenz für eine Stunde. Das kommt immer auf die Gegner drauf an. Ja, und die Rippchen bitte. Schadensresistenz. Und hier kriegen wir leider nur Nahkampfschaden plus. Das ist doof. Ich glaube in Fallout 3, wenn man das Fleisch da roh gegessen hat, das war so. In Fallout 3, dann hat man da, ich glaube, Angriffskraft generell bekommen. Auch mit Waffen und so. Noch was? Getränke? Nein, nein, nein. Ja, Stimpack. Wir müssen die Augen offen halten, mehr können wir gerade nicht machen. Zu Hause haben wir auch keine mehr. Und wir wären jetzt hier durch. Yeah, ansonsten keine Probleme, ne? Nö, alles schöni. Alles im grünen Bereich. Wir wollen hier rüber. Halten trotzdem die Augen offen nach eventuell nicht eingezeichneten Vanilla-Locations. Die könnten ja auch noch da kommen. Wow. Wow, wow, wow. Was für ein Kampf, Mensch. Und deswegen Meyerlurk Eieromelette. Und theoretisch kann man dann die ganze Zeit im Wetz bleiben. Ne? Außer diese eine Schrecksekunde, wo man nachfuttern muss. Und wenn die Munition stimmt, dann kriegt man alles auf die Reihe, Mensch. Selbst hier als Glaskanone. Ja, hier rüber. Ist richtig, ne? Absolut. Aber ist gerade so schön hier. Ich glaube, ich will noch ein bisschen... ein bisschen hier was mitnehmen. Hubblume. Für Drogen. Für die Drogenproduktion. Hier, 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 hier. Und Blutblatt. Kann man ja auch nicht genug haben. Schön. Noch ein Bär. Na klar. Wir haben noch genug Meyerlock Eieromelette. Aber wir haben nur noch die 10 mm für den Nahkampf, ne? Aber okay, wir können die EP gut vertragen. Absolut. Hi, hi, hi. Gretisch. Gretisch. Nein. Nein, oder? Das haben wir jetzt nicht wirklich geschafft. Mit einem Schuss. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Immer noch überleben. Das ist ja verrückt, ist das ja. Wie schön, Mensch. Dieses Scharfschützengewehr. Das macht ja richtig Spaß, ey. Hep, danke. Köpfchen, Köpfchen. Location in die Richtung. Immersionsmodus. Immer diese Schrecksekunde, ne? Wenn man aus dem Laufen, aus der Ego-Perspektive in die Third Person wechselt, macht da manchmal so eine komische Stoppbewegung, aber nicht immer. Midrange, 10 mm Pistole. Die Muni können wir schon herstellen. Ist immer gefährlich hier. Immer sehr, sehr gefährlich. Ah, ah. Zu dem Wasserding wollten wir, ne? Oder eher. Zu dem Wasserding. Mit den Wellen. Da ist irgendwas Spannendes. Okay, gucken. Ist da was, Gegner?
muss ja hier gleich kommen, ne? Entschuldigung, Mikro. Jetzt bin ich da mit meiner Nase gegengeballert. Aber kann ja mal vorkommen, ne? Oh, so schön hier einfach mal. So schön. Das ist wirklich Balsam für meine Seele. Nice. Deathclaw. Oh Gott, Deathclaw Nest. Oh Mann. Musste das jetzt da stehen? Das ist das mit den Wellen. Das ist das offizielle Deathclaw Nest Symbol. Mit Wellen. Hier wird man in Wellen getötet oder so. Ja, nimm mal mit. Die armen Ödländer. Aber die wurden noch nicht gefressen. Der Herr Todeskralle oder die Frau Todeskralle hat sich hier die noch so ein bisschen aufgehoben. Oh Gott, wo kommen die denn? Wo kommen die denn raus? Ist aber gelootet, ne? Ist fertig. Theoretisch abgeschlossen, auch wenn da nicht abgeschlossen steht. Ich bin guter Dinge. Wir können weiter. Hier, Fragezeichen, Fragezeichen. Aber erst dieses Fragezeichen und dann wieder nach oben und dann von oben nach unten und dann eine schöne Schleife über den ganzen Bildschirm. Ich freue mich drauf. Aber wir brauchen Stimpaks, Mensch. Stimpaks. Hier mal wieder auf Long Range. Third Person Modus. Vielleicht doch ohne Knarre. Ist doch immersiver. Ah, er hält sich auch richtig. Ja, er hält sich auch richtig die Hand am Körper. Als ob da irgendwas passiert wäre. Ist das die Location, die wir angepeilt haben? Ja! Vorsichtig. Gegner? Oben? Nee, ist nur ein Stromanschluss. Oh, das ist eine Siedlung, oder? Oder? Hallöchen, habt ihr Stimpaks? Oder einen Händler? Das wäre so verdammt glorreich. Könnten wir wirklich gut gebrauchen. Nee, ist weiter keiner. Noch nicht. Kommt bestimmt gleich. Linwoods. Hallöchen. Linwoods. Lampe an. Ist gerade wieder bei mir die Sonne. Ne? Ich glaube, ich mache wieder die Jalousie runter. Eine Sekunde. Genug Sonne für heute. Ich saß über eine halbe Stunde mitten in der Sonne. Das sollte doch genug hier die Zirbeldrüse triggern. Ja. Du hältst Zugriff auf neue Dekorationselemente. Oh, yay. Der Baumodus. Wir werden ihn noch ganz neu entdecken. Meister können wir noch nicht öffnen. Schande, Mensch. Auch ein Level, den wir unbedingt demnächst vergeben müssen. Den Meisterknacker. Oh, die sind alle tot. Das nehme ich mit. Baseballhandschuhe haben wir schon, aber ich glaube, das gilt auch als Ressource. Ah, wow, aus heiterem Himmel. Meine Güte. Oh, sie sind hier. 65% mehr geht gerade nicht, ne? Mehr geht nicht. Es sind Gunnar. Vorsichtig. Meyerlock Eier Omelette. Mhm. 1, 2, 3. Zurück. Fetzballern. Komm schon. Yeah. Alles cool. Da kommt der nächste. Ich glaube, ich versuche es mal mit dem Scharfschützengewehr. Jetzt 41%. Na gut. Glück gehabt. Zweimal bitte, nur diesmal. Und weiter geballert. Oh Schande. Nochmal zweimal bitte. Wir brauchen mehr Eier, Mensch. Mehr Eier. Jetzt haben wir auch eine abbekommen. Wann kriegen wir denn endlich mal wieder einen Crit? Zwei. Hi. 33% einmal probieren. Hinter uns. Wer war das hinter uns? Ultimativer Nahkampf. AP scheint halbwegs voll zu sein. Hi. Gritsch! Dum. Ah, es tut so weh. It burns. Noch mehr. Ihr Lumpigen, ihr. Ich glaube, wir haben es gepackt, ne? Es war echt eine Falle. Eine sehr coole Falle. Adrenalin geladen. Habt ihr Stimpaks dabei? Vielleicht. Nein. Die sind bestimmt schon alle weggespritzt. Ihr Junkie-Schlawiner. Dich haben wir hier zerlegt. Ja, endlich. Und ein Springmesser.
Danke sehr. Spritze. Ah, leider. Wenn die Stimpaks alle sind oder generell Gegenstände hier alle sind, dann wird der Hotkey gelöscht. 3? Was? Wir hatten die ganze Zeit Stimpaks. Das ist ja verrückt, ist das ja. Total verrückt. Wie spät? 10 Uhr am Morgen. Nö, dann machen wir noch weiter. Kampfrüstung Harnisch ist auch leicht, ne? Kampfrüstung ist schon sehr, sehr cool. Was haben wir denn aktuell für ein Harnisch? Leder, umgürtet. Ja, aber das können wir auch alles ausbauen noch, ne? Und Taschen, ja. 15 wiegt 8 und hier wiegt 7,3, aber ist einiges potenter, ne? Können wir dich noch verkaufen? Nein, bitteschön, toter Raider Ödländer. Kann ich dir das noch anziehen? Nee, ich nehme die Kampfrüstung. Ich muss sie natürlich auch anlegen. So, Harnisch. Und linkes Bein. 8,8. Ja. Ich glaube, wir wechseln generell zur Kampfrüstung. Und das können wir auch nicht verkaufen. Mach's gut, Lederrüstung. Es war uns eine Freude und eine Ehre obendrein. Weiter, 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 weiter. Alles durchladen. Abkochen und... Naja... Immer weiter. Gelber Pilotenhelm. Ich glaube, den haben wir noch nicht in der Sammlung. Eingepackt. Was kann der gelbe Pilotenhelm? Wahrscheinlich nicht viel, aber trotzdem. Wahrnehmung plus 1. Ah ja, ja, aber da müssen wir die Ushanka absetzen. Richtig? Richtig. Ushanka, ja, ist weg dann. Na dann nicht. Ushanka ist schon sehr, sehr wichtig. Wegen der Intelligenz. Ist echt eine schöne Mütze, die man von vornherein hat. Wollen wir das Ding hier weiter auseinandernehmen? Waren wir da drüben jetzt schon? Ja oder nein? Ja oder nein? Ja, da waren wir schon. Feuerchen. Hier ist noch eine Kiste. Granatis. Und irgendwie sieht das optisch sehr cool aus. Naja, gut, habe ich mir jetzt auch anders irgendwie vorgestellt. Ist gut, ne? Zurück bitte. Wir sind hier fertig, wir können uns den Turm angucken. Oder vorher erstmal ein bisschen abbraten, ne? Ja, genau. Wir hatten ja Bärenfleisch noch mitgenommen gehabt. Richtig. Schadensresistenz. Auch wichtig, ne? Sind wir noch gesättigt? Sollten wir das gleich futtern? Oft hat man ja gar nicht die Möglichkeit, wenn sich so ein Kampf entfaltet, dass man da vorher noch schnell das Fleisch reindrücken kann. Mach mal hier. Rippchen. Nice. Und ein Schlückchen Wasser. Das ist echt heftig, ne? Dass das hier so... Oh, die Animation geht selbst in der Third Person. Ich finde das gut. Aber looten macht doch am meisten Spaß aus der Ego-Perspektive. Entschärfen bitte. Danke sehr. 7 EP sind 7 EP. Oh, ist das ein cooler Turm. Flashies, ja. Nehmen wir mit. Noch mehr Flashies. Vielleicht auch ein richtiges Bier. Wir brauchen wieder ein Charisma-Bier. Ja, theoretisch. Können wir das auch zu den Grape Mantets dann schlürfen? Ein Glück sind wir nicht abhängig geworden beim Direktor in der Galerie. Oh, 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 oh. Nahkampf. Ultimativer Nahkampf. Aber ich glaube, wir können auch... Mit dem Scharfschützengewehr hier einiges clearen. Wie bitte? Da war noch unten einer? Wie muss ich mir das vorstellen? Oh, der Hund spielt verrückt. Eine Sekunde, Atlas. Atlas. Ist okay, hat sich wieder beruhigt. Fokus, voller Fokus. Selbstgemachtes Bier, yay. Sag mal, wer schießt denn hier auf meinen echten Hund? Oh, es sind noch mehr geworden. Schande. Yeah. Gib ihm. Flop. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir müssen manuell schießen. Habe ich ihn erwischt? Über die Kante, aber ganz, ganz smooth. Nein, jetzt bin ich aus Versehen gesprungen. Das macht das Zielen schwierig. Oder warte mal, kann ich hier rüber zielen? Geht das? Macht er nicht, ne? Nicht so richtig. Heile Dogweed, die kommen gleich hoch, ne? Da ist er, da ist er. Hauptsache ich treffe was. Er war nicht richtig in der Deckung. Selber schuld. Der Schuss springt ab. Ah! 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 Klappe die zweite. Diesmal legen wir einfach hier ein paar Minen. Zwei habe ich ja unterwegs aufgesammelt. Eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Wenn man weiß, was passiert. Ansonsten, naja. Vielleicht doch ein Stückchen weiter höher.
Und beim zweiten Knall müssen wir halt reagieren. Aber beim zweiten Minenknall, die werfen doch bestimmt mit Granaten, tippe ich jetzt mal. Sniperino-Action vom Dach. Wir looten später. Ja, mach mal. Genau, Action. Kistenschlüssel von Linwoods. Ja, ja. Haben wir die Kiste nicht schon? Geknackt, Keramikschale. Ja, gelootet wird später. Aber wirklich, wir haben keine Zeit zum Looten. Das ist ein Rezept, brauchen wir nicht lesen. Das ist sowieso Englisch. Warum eigentlich? So, jetzt. Komm her, ihr Ratten. Da ist einer. Geh in Deckung. Da ist dein Kopf, dein Kopf, dein Kopf. Komm schon, Mann. Das ist doch nicht alles. War das ein Minenknall? War das ein Minenknall? Ist er hinüber? Er liegt, ne? Definitiv. Oh, die kommen ja wie gerufen. Ach, weil wir das Ding hier angeschmissen haben. Aber dann haben wir auch gleich ein Problem. Die werden wir wahrscheinlich nicht mit 10 mm hier erledigt bekommen. Kommen die auch hochgelaufen? Ich weiß nicht, ob wir so weit sind. Oh Mann, was sind das für welche? Zeig ich mal an. Todeskralle und Alpha. Oh, die ist fast hinüber. Die EP sollten wir uns schnappen. Gib mal, gib mal. Die dunkle. Die ist Alpha. Aber so richtig Alpha. Weiter ballern. Oh Mann. Stopp, stopp, stopp. Hauptsache ich treffe was. Scharfschützenmuni haben wir noch. Oh, 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 oh. Köpfchen 42%. Keine AP. Ungünstig. Bleib stehen. Wir sind wegen der Sirenen gekommen, ne? Sind alle hinüber? Krass. Krass. Haut bloß ab. Linwoods. Eine Todesfalle. Quick save. Yeah. Sirene aus. Aber das war's nicht, ne? Wir könnten zur Not wegreisen. Aber ich will den Kram nicht liegen lassen. Hier ist doch bestimmt guter Kram dabei. Granaten. Ja. Ja. Naja. Aber so viel wird uns das gar nicht helfen gegen die Todeskrallen. Mit Range. Aber die Mine, die könnte hilfreich sein. Ist ja keiner reingelaufen in die Minen? Hier, in die hier? Auch nicht. Ach, Jemini, alter Schwede, auf einmal waren die Todeskrallen. Wir sind so tot, ey, wir sind so tot. Nochmal Quick Save. Die Leichen looten und dann bloß weg hier. Das ist keine Siedlung, oder? Nee, das ist keine Siedlung. Ich dachte, es wirkte. Einen kurzen Moment so. Aber die Alpha, die hätten wir uns schon noch schnappen können, ne? Wo sind die anderen jetzt? Wen haben wir eliminiert gehabt? Und schon gelootet gehabt? Dich hatten wir schon. Genau, du bist ja mit der... der Lederrüstung jetzt. Postmortem. Lederrüstungsupgrade. Oh, Money, Mensch. Money allen voran. Es tut mir leid, lokaler Anführer, aber ohne Money können wir hier nicht weiterspielen. Machete haben wir schon, ne? Kampfrüstung. Naja, wir könnten ja langsam einfach mal umsteigen. Ist ja auch eine gute Rüstung. Ist ein bisschen schwerer, aber wenn wir die Lederrüstung getuned haben, dann ist die auch nicht so leicht. Harnisch haben wir schon, linkes Bein haben wir schon. Rechter Arm haben wir jetzt auch, nice. Und rechtes Bein ist, der Buffkram, der legendäre Buffkram. Aber Nahkampfschaden, wie oft werden wir im Nahkampf getroffen? Das gilt es doch zu vermeiden. Schutzwirkung 7-7 zu... 8-8. Ungetuned. Ungetuned machen wir jetzt mal. Und das andere Ding verticken wir. Hier. So. Rechter Arm. Rechtes Bein. Was ist mit dir? Nicht mal Handelsware. Weg mit dir. Du bist Handelsware auf jeden Fall. Und du bist auch Handelsware. Hm, cool. Aber Champion, linker Arm. Plus ein Stärke und Ausdauer. Echt ein gutes Schnäppchen, Mensch. Echt astreine Schnäppchen. Vorsichtig. Die könnten hier irgendwo noch rumlungern. Die holen wir uns irgendwann zurück und dann gucken wir weiter. So. Wir können ja fast komplett umsteigen auf Kampfrüstung. Oder sind wir jetzt? Ja, wir sind schon durch. 5 Elemente gibt es. Arme, Beine, Kopf. Also sind wir hier schon? Ja.
Naja, aber für die Sammlung, ne? Link ist mein rechtes Bein. Ja, ja, steck ein. Habe ich jetzt ein bisschen, ne? Durcheinander gebracht. Und hier noch der Harnisch, ebenfalls für die Sammlung. Dogmeat hat was gefunden. Oh, oh. Das heißt nicht immer was Gutes. Aber ich glaube, Gegner. Sagt er doch separat an, ne? Oder? Na, wo denn, Mensch? Da sind wir doch schon alles durchgegangen. Ach so. Ach ja. Na, ein Glück haben wir den Hund dabei. Oh, weia, ey. Was war denn das, Mensch? Nehme ich. Metallrüstung? Nein. Pipe-Pistole. Was für eine schöne Kiste. Liegt hier noch irgendwo ein Toter? Ich glaube schon. Hier hinten. Den hatten wir doch selber noch erledigt gehabt. Nehmen wir. Leder. Ja. Sackkapuze. Ist auch eine coole Sache eigentlich, ne? Oh, warte, stopp. Steph Boy, wir müssen hier weg. Ich will nicht nochmal looten. Wir schaffen das nicht. Wir haben gar nicht die Moni dafür, oder? Bernie ist leer. Kombi hat 3 Schuss. Die Fantastic hätten wir. Und kleiner Flitzer mit 308 Schuss. Mit der 10 mm gegen eine Todeskralle. Aber es sind beide, ne? Oh mein Gott. Ich brauche erstmal den Stealth Boy. Ich muss erstmal die Lage checken. Und wenn wir safe sind, dann... Dann... Gefahr! Die können nicht schwimmen, oder? Laub! Alter Schwede, Mann. Alter Schwede, ich hasse dich. So sehr. Ey, du tötest doch nicht meinen Hund. Das ist aber die normale, ne? Wie viel Schaden machen wir da? Come on, was ist los mit dir? Oh, wie die sprengen kann. Na. Vorsichtig, die Zeitlupe lässt nach. Ja. Kann ich im Wasser Drogen nehmen? Das ist wieder der Bug. Okay, es lag nicht an der Brille. Ignorieren wir jetzt. Komm her, du Ratte. Habe ich jetzt nochmal Drogen genommen oder ist das? Nee, die Zeitlupe von vorhin ist es nicht. Wir nehmen die Nachtsicht. Es ist doch immersiv, oder? Wenn wir Psychojet nehmen, haben wir auch gleichzeitig eine Nachtsichtbrille. Eine drogeninduzierte Nachtsichtbrille. Ich finde das wirklich immersiv. Und die lässt auch irgendwann wieder nach. Oh. Gesicht. Wasser. Am Baum vorbei. Schlängel. Nein, ich möchte nicht normal looten. Eieromelette. Drogen wieder im Wasser nehmen, ohne Animation. Es ist das Psychojet, meine Lieblingsdroge. Ist einfach mal völlig verbuggt. Nicht schön. Weiter. Ich weiß nicht, EMB aus, ist in Ordnung. Wenn es richtig haarig wird, machen wir einfach die EMB aus. Wie jetzt gerade eben. Ist auch schön, ne? Aber nicht vergessen, das ist nicht Vanilla Fallout 4 dann automatisch. Es ist nur die EMB. Die Post-Process-Effekte sind da. Effekte sind das. Hauptsache wir treffen. Ja, aber die Texturen und so sind komplett überarbeitet. Das ist jetzt nicht Vanilla Fallout 4. Und die EMB, wenn sie funktioniert, sieht verdammt gut aus. Gerade so mit den Licht- und Schatteneffekten und so. Aber okay, hey, wir haben es geschafft, Mensch. Und jetzt noch die Alpha-Todeskralle, bitte. Lächerlich, Mensch. So lächerlich. Mit der Kraft des Psychos. Nehme ich. Erledigt. Wo ist die andere? Den Hund erstmal safen. Dogmeat, wo bist du? Ja, am Wasser.
Wo ist die andere? Die war schon fast tot. Mit der sollten wir ein leichtes Spiel haben. Spritze für den Hund. Und wir müssen uns natürlich auch erstmal wieder auf Vordermann bringen. Wir sind nur durstig. Und die AP-Buffs hauen alle noch hin. Das ist ja so fantastisch, ey. Ja, ja, ja. Und noch eins. Hundertprozentig ist safe. Haben wir irgendeine Krankheit bekommen? Lethargie. Ah, wunderbar. Und das war dann unser AP-Buff. Lethargie können wir noch heilen mit Antibiotika, richtig? Stats. Lethargie ist weg. Wir brauchen mehr Antibiotika. Aber mal ganz im Ernst, Mensch. Wenn du so viel Antibiotika nimmst, dann geht doch dein natürliches Immunsystem vor die Hunde. Aber es sind auch besondere Umstände hier. Krass, wo ist die andere Todeskralle? Jetzt ziehen wir es durch. Die war schon fast tot. Da ist sie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Ohne Animation, Psychojet. Wo ist meine Brille? Ah! Die war fast tot. Mit Hart, bitte. Wo ist die Zeitlupe? Wo ist die Zeitlupe? Ah! Nein! Nein! Ah! Ah! Lauf! Brille! Warme Brille, Mann! Schande! Es ist das Psychojet, ey, nein! Das wird nur so häufig vorkommen. Ist okay, ist in Ordnung, ist eine Halluzination. Ich habe davon gehört, von einem Freund. Wenn das Psychojet nachlässt, geht das weg. Das ist... okay. Ja, Mensch, ey. Haben wir doch noch die Todeskrallen gekillt. Und wir sind nur ein bisschen durstig. Wir können direkt weitermachen. Wissenschaftler, oder? Für Munition. Ja. Lässt gleich nach, ne? Lässt gleich nach. Wir wollen weiter. Ist abgeschlossen, ne? Ja. Nächstes Fragezeichen. Oder hier. Naja, wir müssen so oder so. Einmal hin und zurück. Und dann gehen wir doch erstmal hier hoch, würde ich sagen. Und zwar in die Richtung. Diese verfluchten Halluzinationen, Mensch. Schlimm. Das ist wie in vielen Losing in Las Vegas, wo er dann die Fledermäuse sieht. Wir sehen eine Nachtsichtbrille. Drogeninduziert. Erklärt sich mir, finde ich. Absolut. Ist auch die Dauerbelastung. Man würde sich wundern. Man würde sich wundern, was Dauerstress so alles auslösen kann. Vielleicht auch eine Nachtsichtbrille. Aber okay. So. Hallo, hallo, hallo. Da oben, ne? Vielleicht doch eher Midrange. 10 mm. Sie killt einfach alles. Diese Waffe zerstört alles und gehört in jeden Rucksack rein. Parsons-Molkerei. Ja, cool. Todeskrallen-Mensch. Mit Psychojet. Machbar, machbar. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Wir wären eigentlich noch lange nicht so weit. Und dann brauchen wir wieder Omelettes. Hallo? Gegner? Hier vielleicht? Hat das schon wieder eine Mäuschen? Kerlchen? Komm mal hoch hier. Hopp. Ist gut, mach Platz. Frauchen ist gerade einkaufen, ne? Und Herrchen reicht ja alleine offensichtlich nicht aus. Ist so ein kleines Muttersöhnchen. Aber ich liebe ihn. Ist gut. Ist gut. Ja. Ist gut. Nicht so doll auf den Ball, du hast sehr scharfe Krallen. Ich bin da schon mal, aufgrund eines explodierenden Balles auf den Boden gekracht. Der ein oder andere kennt das Video vielleicht, hier auf dem Kanal. Aber nun gut. Atlas ist gut. Frauchen kommt wieder, glaub mir. Ich bin auch selber sehr erschüttert. Naja, er ist noch ganz, ganz klein, Mensch. Er ist 10 Monate alt, fast noch ein Baby. Kein Welpe mehr, aber... Aber ein Junghund, ne? Und dann braucht er noch ganz, ganz viel Aufmerksamkeit und Liebe, die kriegt er. Aber offensichtlich ist meine Aufmerksamkeit und meine Liebe nicht so viel wert wie die von Frauchen. Aber es ist in Ordnung, die Nummer 2 zu sein, ne? Ist doch oft so. Entweder gibt man sich da zufrieden oder man macht sich selber fertig. Dankeschön, ich glaube, wir sind hier fertig. Gibt es hier zufällig noch einen Eingang irgendwo rein? Nee. Was sagt der der globale Marker? Ich glaube, das ist eine Quest-Location, wenn ich mich recht erinnere. Da habe ich mich schon mal dumm und dämlich gesucht hier.
um den nötigen Gegenstand zu finden, der das Ding hier abschließen lässt. Gibt's noch Fläschchen hier? Wir brauchen sie für schmutziges Wasser. Das war dann doch recht schnell alle, als ich dann angefangen hatte, die ganzen Meierlöck-Eier zu verkochen. Bester AP-Buff, aber wirklich, meine Güte. Ich freue mich schon auf die nächsten Eichen. Ich würde die gerne selber anbauen können. Züchten geht das vielleicht. Eventuell jetzt mit Sim Settlements. Durch. Ja, gibt es hier noch ein Nebengebäude oder so? Lassen wir gelten. Ja, ne? Wir sind durch. Schön, eine schöne runde Location. Wir haben jetzt nicht viel gefunden, aber wir kommen ja höchstwahrscheinlich nochmal wieder. Also, hier rüber jetzt bitte. Marker setzen. Floppdiwupp. Kompass. Und dann in die Richtung. Long Range. Und dann, ja, erstmal auf jeden Fall Wissenschaftler. Damit wir Munition herstellen können. Ist ein ganz schön haariges Problem. Ja, fahren. Lecker, lecker. Für den nächsten Tee. Geht's wieder hoch auf eine Autobahn? Bitte keine verglitschte Autobahn. Das könnte unser Ende sein. Ein für alle Mal. Hallo? Wetspam? Noch nicht, ne? Ich glaube, da drüben sind wir richtig, oder? Ja. Aber, oh, wir müssen da hoch. Wo ist der nächste Aufgang? Hier, ne? Da hinten. Und dann hoffe ich doch mal. Oder ist da ein Fahrstuhl? Vielleicht diesmal. Wir prüfen das mal nach. Ja. Das wird doch wieder eine Radar-Station sein oder so. Labend! Lässt er mir ein Seil runter vielleicht? Ich komme in Frieden. Das ist ein Aggressotron. Einer der schlimmsten Gegner im ganzen Spiel. Oh, da ist ein Fahrstuhl. Da drüben. Noch Quicksafen? Ja. Aber das könnte auch ein tödlicher Quicksafe sein. Atlas ist gut. Aber ich mache es dann nur noch schlimmer. Ne? Wenn er dann durchs Fiepen Aufmerksamkeit bekommt, dann lässt er sich so richtig gehen. Das war auch bei meinen anderen Hunden immer so. Anomalie entdeckt. Aber ignorieren kann man das ja auch nicht, Mensch. Es ist herzzerreißend. Hubblume, habe ich gesagt. Eine Robotersiedlung. Ich bin pro Roboter. Ich bin nicht Roboterphob. Robophob bin ich nicht. Wir haben Cotsworth. Der führt eine Siedlung von uns. Wir sind da Vogue quasi. Ihr braucht uns nicht angreifen. Wir sind für euch. Ich will auch später selber einen Roboterbegleiter haben. Ist das ein Fahrstuhl? Ja, ich glaube schon. Sieht verdammt danach aus. Elevator 1. Das ist auch eine Location. Schickischocki. Da freue ich mich aber. Gibt's hier Kram? Nicht mal hier, doch da. Hallo, hallo, hallo. EP-Schloss. Komm schon. Die Kratzer. Ich tippe auf 2 Uhr. Hier so. Halb 3. Es war halb 3. Wie schön. Komplett. So. Wo kann ich denn jetzt hier... Ah. Vorsichtig. Oh, oh, oh. Oh, noch sehe ich keinen. War der Roboter vielleicht unten? Hat er sich um uns herum geschlingelt? Der Schlingel, der. Ah. Der Hund, der schafft das nicht, ne? Nee, das müssen wir jetzt ohne Hund schaffen. Oh, oh. Ich rieche Psychojet. Scan entdeckt Lebewesen. Oh, da ist er. Da ist er. Krass. Kampfsperre, das wäre schon günstig, ne? Ansonsten eher Beine, glaube ich, bei denen. Ah! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, genau. Auch noch Menschen. Menschen, 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 ja. Wo ist er hin? Au! Den Menschen möchte ich als erstes eliminieren. Hier in dieser Klappe die zweite. Oder doch vielleicht das Beinchen. Gern entdeckt Lebewesen. Alarmstufe. Ach, wo denn? Beinchen, Beinchen, Beinchen! Ich hab's erwischt, das Beinchen. Ja, tatsächlich. Aber da
Da muss noch ein bisschen was aufknallen. Oh, Kampfsperre, bitte. Yeah. Und jetzt greift er alles an, ne? Das ist sehr hilfreich. Jetzt nicht sterben, Leo. Nicht runterfallen. Cool bleiben, cool bleiben. Wir bleiben cool. HP aufladen. Ja, genau. Da hättet ihr irgendwie, weiß ich nicht, eine Klappe oder so drüber machen sollen. Selber schuld. Mischt jetzt alle aus. Wir könnten uns ja einmischen, ne? Come on. Elevated Encampment. Encampment. Genau, schön kämpfen. Du hast mich auch angegriffen. In meinem letzten Leben. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, da kommt sie. Da kommt sie. High Ground. Oh, wie die funkt, Mensch. Das sieht so gut aus. Das sieht wirklich fantastisch aus. Hi. Beine, Beine, Beine. Das war's. Linke Beine. Ah! Drogen. Jetzt. Jetzt. Und dann auf die Beine. Sie muss fallen. Psychojet. Nice. Verdammt, ich will... Scheiße, ich will töten! Los, wo ist die Zeitlupe? Wo ist die Zeitlupe? Ah! War es das Bein? Ist es das richtige Bein? Aua! Das ist das Bein, ne? Haben wir es? Wir haben es, ne? Spritze. In der Zeitlupe. Richtig schön langsam genießen.